Yeah. Get this down. Pop side. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute heißt es richtig zupacken und etwas ganz Tolles bauen. Ich möchte euch zeigen, wie wir aus diesem Haufen Holz am Ende ein richtig schickes Wandregal bauen. Doch bevor wir loslegen, erstmal zu unserem Hero des Tages, unser Parkside 20 Volt Akku. Der gibt uns die Power für das 4-in-1 Akku-Kombigerät. Dabei kommen heute der Bohrschrauber und Multifunktionsaufsatz mit der Delta-Schleifplatte zum Einsatz. Zudem benötigen wir noch folgende Parkside-Geräte: Tischkreissäge, Exzenterschleifer, Multifunktionskappzug und Gehrungssäge, Tischbohrmaschine, 20 Volt Akkubohrhammer und Nass-Trockensauger. Die Bauanleitung inklusive einer Materialübersicht mit den genauen Stückzahlen und Maßen findet ihr natürlich wie immer auch bei uns auf der Webseite. Und nicht vergessen, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe sind dabei nötig, um euch zu schützen. Bei lauteren Geräten gerne auch den Gehörschutz tragen. Die Frage nach dem richtigen Holz ist natürlich Geschmackssache. Wir haben uns für eine Kiefer-Leimholzplatte entschieden. Die hat nicht nur eine sehr edle und gleichmäßige Optik, sie hat obendrein den Vorteil, dass ihr sie praktisch überall bekommt. Zuerst messen wir alles aus und zeichnen uns die Schnittkanten an. Zum Zuschneiden der Bauteile nehmen wir die Parkside-Tischkreissäge. Bitte stellt euch dabei den Parallelanschlag sauber ein und achtet auf ein geeignetes Sägeblatt. Denn an einer Seite haben wir es hier vom ersten Moment immer mit einer Sichtkante zu tun. Bevor ihr die Regalstützen, also die Stücke, die oben und unten an die Wand kommen, auf Gehrung schneidet, müsst ihr die Bohrungen mit der Parkside-Tischbohrmaschine für die Holzdübel vornehmen. Dann stellen wir an unserer Kapp- und Gehrungssäge einen 45 Grad Gehrungswinkel ein und schneiden die Schrägen am Ende der Leisten für die Verbindungen zu. Jetzt sind die Regalböden dran. Die Böden schneidet ihr wieder mit der Tischkreissäge zu. Kommen wir zu den Randleisten. Nach der Tischkreissäge kommt die Kappzug- und Gehrungssäge für die Schrägen der Randleisten zum Einsatz. Jetzt geht es nochmal an die Tischbohrmaschine. Wir müssen sowohl die Bohrungen für die Wandbefestigung hinten auf den Querleisten als auch für die Halterung an den Seitenteilen jetzt schon bohren. Für die Verbindung nutzen wir diesmal Schrauben. Deshalb vorbohren und absenken für einen guten Halt und eine überzeugende Optik. Jetzt haben wir auch schon alle Einzelteile für unser Wandregal zusammen. Nun geben wir dem Holz noch den letzten Schliff. Wir schleifen einmal leicht mit 180er Körnung. Dafür nehmen wir in der Fläche den Exzenterschleifer. Zum Brechen der Kanten nehmen wir unser 4-in-1 Akku-Kombigerät mit der Delta-Schleifplatte des Multifunktionsaufsatzes. Nun geht es an den ersten Teil der Montage. Wir setzen mit Hilfe von Tape die Randleisten zusammen und tragen den ersten Leim auf. Jetzt nur noch zusammenklappen und mit den Regalbrettern verbinden. Dafür nehmen wir das 4-in-1 Gerät mit Bohrschraubeaufsatz. Da wir ja bereits alle Löcher vorgebohrt haben, ist das wirklich in kürzester Zeit erledigt. Für den nötigen Druck bei der Trocknung sorgen die Schrauben. Herausquellenden Leim dabei immer gleich mit einem feuchten Lappen wegwischen. Lasst dem Ganzen genug Zeit zum Trocknen. Gleich geht's weiter. Eine Behandlung mit Beize ist nicht nur gut zum Schutz, sondern gibt dem Holz auch etwas Farbe. Nachdem wir das Holz einmal gebeizt haben, tragen wir Öl mit einem fusselfreien Lappen auf, um das Regal zu versiegeln. Wenn das Öl eingezogen ist, noch einmal mit dem Lappen über die Fläche gehen, um letzte stehende Ölreste zu entfernen. Es geht also an die Endmontage. Dafür setzt ihr die Schrauben, die den Rahmen an den Regalboden fixieren. Was noch bleibt, ist die Wandmontage. Zuerst zeichnet ihr euch die Bohrlöcher durch die Bohrungen in den Querleisten der Regalböden auf der Wand an. Achtet bitte auf eventuelle Strom- und Wasserleitungen in der Wand. Mit dem Parkside Multifunktionsdetektor ist das kein Problem. Mit dem 20 Volt Akkubohrhammer geht das Bohren im Beton locker von der Hand und dauert nur Sekunden. Danach das Bohrloch mit einem Nass-Trockensauger aussaugen und die passenden Dübel einschieben.
Als letzter Arbeitsschritt wird unser neues Wandregal mit dem Bohrschrauber und den passenden Schrauben an der Wand verankert. Passt, hängt, fertig. Was für ein tolles Ergebnis. Dieses Projekt funktioniert übrigens super im Baukastenprinzip. Wenn ihr also weniger oder mehr Regalböden haben wollt, könnt ihr das nach den gleichen Schritten tun. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbauen. Schaut wieder rein beim nächsten Mal und immer dran denken, egal was, du packst das.